Willkommen zurück zu Let's Play Nerim und ich hatte jetzt eben noch mal ein bisschen Zeug verkauft gehabt, damit wir nicht mehr so ganz große Gewichtsprobleme haben. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Sachen wieder in die Truhe gepackt gehabt, also in die sichere Truhe da. Ja, ich habe hier leider keinen Gemischtwarenhändler gefunden, deshalb haben wir noch so ein paar Sachen, die ich eigentlich auch noch gerne verkauft hätte, aber ist eigentlich egal. Vielleicht finden wir auf dem Weg hier dann doch noch mal irgendwo einen Händler. Auf jeden Fall sind wir jetzt eigentlich auf unsere Reise vorbereitet. Wir müssen ja jetzt Nerim verlassen, so wie ich das soweit verstanden habe. Ich habe übrigens außerdem hier auch noch ein bisschen die Lernpunkte, die wir noch hatten. Oder was heißt ein bisschen? Ich habe alle Lernpunkte, die wir noch hatten, ausgegeben. Und zwar zum einen ein wenig für Wiederherstellung. Das haben wir jetzt auf 43 und für leichte Rüstung, was wir jetzt auf 72 haben. Ich hoffe, es wird uns ein bisschen zum Vorteil gereichen im Kampf mit der höheren Rüstung. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall hier mit Kim sprechen, die hier sitzt. Da seid ihr. Bist du ja. Merzul hat dir alles erzählt, ja? Ich habe gerade Melvin getroffen und er meinte, dass du dich verdammt gut geschlagen hast. Ist es nicht großartig hier? Merzul hat gesagt, dass wir Begabte sind und dass es nicht viele von uns gibt. Gerade noch war ich ein Sklave und nun etwas Besonderes. Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Vielleicht war die Zeit in Sildren nur eine Prüfung für mich. Jetzt sollten wir aber losmachen, nicht wahr? Wir sollen durch den Pass im Osten gehen und dann... Oh, das weißt du ja sicherlich alles schon. Tja, dann bitte. Du hast den Vortritt. Besten Dank. Na denn, auf geht's, würde ich mal sagen. Durch den Pass im Osten. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau den Pass im Osten finden, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wahrscheinlich der Pass hier im Osten. Heißt ja nicht umsonst Ostpass. Ah, und dann bis nach Wellenfels. Alles klar, das habe ich verstanden. Hoffe ich jedenfalls mal. Na denn, auf geht's. Was ich übrigens auch noch gemacht habe, ist ein bisschen Tränke hergestellt für die Lebensenergie. Also sonst jetzt nichts wirklich Besonderes, sondern eben nur damit wir nochmal ein paar Heiltränke zur Verfügung haben. Hallo Templer. Und wo muss ich denn hier abbiegen? Ich muss ja irgendwann links. Meine Güte, ist ja wie auf der Autobahn hier, nur mit weniger Schildern. Und nicht so voll. Was hängt da unten eigentlich noch so rum? Außer einer Leiche natürlich. Ist doch noch auch ein unreiner Topas des Charmes. Ja, hast du hier wohl liegen lassen, Kollege. Schon ein bisschen ekelhaft, wie der hier noch so rumhängt. Nehmen wir das Deutsche schon wieder komplett falsch. Wo muss ich denn lang? Moment, der Weg hier stimmt doch schon mal. Ne, ich muss den Weg erst wieder bis ins Sanktum zurück. Das ist kompletter Bullshit, wo ich hierher laufe, glaube ich. Ach, wer stört denn? Achso, die hat dem gerade so viel Schaden gemacht. Ich war gerade schon ein bisschen irritiert. Na, treffe ich jetzt auch nochmal? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen aus der Übung. Jetzt aber Hammer rein. Unglaublich. Ja, außerdem möchte ich dich auch nochmal eben. Vor allem, damit ich die Pfeile bekomme von Kim. Ich hoffe jedenfalls auch, dass ihr die nicht ausgehen werden, weil das wäre ein bisschen stressig. Aber ich glaube, das passiert ja bei NPCs sowieso nie. So muss ich hier oben lang wahrscheinlich, oder wie? Hier ist erstmal noch eine Eispranke, die ich jetzt auch sofort esse, sonst vergesse ich das wieder. Ja, Tagkraft um eingestiegen. Das kann man immer gebrauchen. Und ja, ich glaube, hier bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, oder? Naja, perfekt. Na dann weiter nach geradeaus. Oh Gott, hier sieht es schon wieder nicht so aus, als ob das ein stark befestigter Weg wäre. Ich hoffe, ich verirre mich hier nicht. Wenn hier schon wieder so alles überwuchert ist. Was haben wir denn hier? Eine Angelstelle oder wie? Na, wohl eher eine Ruderstelle. Egal, interessiert mich nicht besonders. Übrigens, Kim beweist gerade auch einen Grund, warum ich schwere Rüstung nicht so geil finde. Die macht so viel Krach. War das ein Bär? Ja. Aber der kriegt einmal kurz den Hammer ins Gesicht und dann war es das auch schon. Ja, der Hammer ist schon nützlich. Ich frage mich, ob wir da jemals was Besseres finden werden. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt hier noch Ewigkeiten mit einem Silberhammer rumrennen werden.
Obwohl man ja sagen muss, der hat Durchschlagskraft. Ich meine, blocken kann man ja theoretisch gesehen mit dem auch. Das heißt, wir brauchen auch nicht unbedingt jetzt zwingend ein Schild. Wobei man ja, glaube ich, mit Schild dann auch wieder ein bisschen, also mit Einhandwaffe auf jeden Fall ein bisschen schneller wäre. Wobei es ja auch wieder davon abhängt, was, ob das jetzt, was das ist, also ob das jetzt Streitkolben, Axt oder Schwert ist. Schwert ist ja, glaube ich, am schnellsten. Gibt es ja auch noch einen Eingang in den Turm, wenn ich mal ganz kurz so fragen darf? Sieht nicht so aus. Alles klar. Moment, hier geht's aber auch nicht. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier über die Bretter wahrscheinlich. Das ist ein sehr befestigter Weg. Aber für Banditen immerhin noch befestigt genug. Ja, immer zuerst auf die Bogenschützen gehen, ne? Weil die am schwächlichsten sind, oder wie? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, noch eine Eispranke. Ich frage mich, wie viele es davon wohl insgesamt gibt. Und wie hoch man dann wohl so seine Tragkraft kriegen könnte. Ich meine, man könnte ja allein durch Stärke schon 500 Tragkraft gewinnen. So, und du stirbst jetzt mal eben. Ich sagte, du stirbst mal eben. Dankeschön. Na, hier die Birne können wir auch mitnehmen. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nicht mal die Schriftrollen verkauft gehabt. Hätte ich vielleicht noch machen sollen. Habe ich aber nicht. Und jetzt ist ja auch zu spät. Es sei denn, wir finden nochmal einen Händler. Obwohl, vielleicht ist ja auch noch in Wellenfels einer. Was mir gerade so ein bisschen auffällt. Zum einen fällt mir auf, verdammt, wir haben uns ja noch überhaupt nicht vom Sanktum entfernt. Damit denkt man, man ist schon so weit gekommen. Aber hier ist auch komplett falsch, oder? Nee, hier ist nicht komplett falsch. Hier ist nur noch irgendwie so ein Stollen. Muss ich hier rein? Oder muss ich hier jetzt lang? Kann ich hier überhaupt irgendwo rein? Ja, hier gibt es noch einen Eingang. Dann gehen wir da erstmal rein. Erstmal ein bisschen gucken, was es hier noch so alles gibt. Das Ding habe ich überhaupt nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil es auch nur so wie eine Bretterwand aussieht. Na, guck nicht so, Kim. Also was mir eben auch noch aufgefallen ist, Nachteil davon, jetzt hier mit Begleitern rumzurennen, ist so ein bisschen. Naja, dass wir nicht die volle Erfahrung immer bekommen. Wo kommt die denn noch her? Na egal, sie hat auf jeden Fall ihr Schicksal besiegelt, dadurch, dass sie hier war. Mein Kettenhandschuh, die nehme ich mal mit. Obwohl ich ja leider auch nicht weiß, wann wir das nächste Mal zum Händler kommen. Das ist auch ein bisschen suboptimal, diese Ungewissheit, wie weit diese Reise jetzt gehen wird. Und vor allem, wie freundlich die Gebiete dann für uns noch sind. Vor allem in Wellenfels, das sind dann auch wieder Schmuggler. Da weiß ich auch nicht, wie die unbedingt auf uns reagieren werden. Aber gut. Wir schauen halt erstmal hier und dann gucken, was auf uns zukommt, was uns da erwartet und so. Hat die mir gerade in den Rücken geschossen? Genau, die soll dem in den Rücken schießen. So finde ich das okay, aber so doch nicht. Bei mir würde sie sich wahrscheinlich sofort wieder beschweren. Oh, warum schießt du mir in den Rücken? Geht ja gar nicht. Wie komme ich eigentlich in das Erz da? Ach so. Die Dinger sind ein bisschen verfault. Ja, wir wollen hier nämlich auch kein Erz liegen lassen, auch wenn es gar nicht so viel wert ist. Aber es wiegt ja auch nicht so viel. Hammer nehme ich dann, glaube ich, auch nochmal mit. Genau, wie Truhe mit 5 Gold. Wir hatten schon mal so eine Truhe mit 5 Gold, wo auch so ein Hammer drauf lag. Also nicht so ein Hammer, sondern eine Axt. Vielleicht ist das irgendwie ein höchst geheimes Zeichen bei denen hier. Man weiß es nicht. Und ich weiß noch nicht, wo es hier jetzt noch theoretisch gesehen weitergeht. Hier ist ja noch so ein Wägelchen. Na komm, einmal zuschlagen darfst du und dann kriegst du den Hammer nochmal rein. Ach, das ist doch ein super Hammer, den wir hier haben. Ja, an Heilung muss ich leider auch so ein bisschen denken. Wobei ich da immer lieber ein bisschen mehr Ausdauer hätte. War es das jetzt hier? Das war es hier. Ist wirklich nur so eine ganz kleine Mine gewesen. Nochmal ohne irgendeinen Anführer oder so. Na gut, soll vorkommen. Für uns geht es dann, glaube ich, erstmal hier den Weg weiter. Und ich glaube, die Waffe kann ich sowieso erstmal stecken lassen. Brauchen wir im Moment ja nicht.
Wie weit ist eigentlich noch so? Ach, jetzt laufe ich ja erst nochmal zurück. Jetzt laufe ich zurück, dann gehe ich gleich wahrscheinlich links oder so. Moment, gehe ich wirklich links? Ne, ich gehe nicht links. Oder doch, ich muss links. Muss ich links? Ne, das war jetzt komplett falsch. Ich bin jetzt komplett zurückgelaufen. Das ist sowieso nicht der Plan. Ja, Moment, wir haben jetzt hier diese Drehung. Boah, Karten lesen müsste man können. Das ist soweit logisch. Das ist ja hier auch so ein Höhenunterschied, den wir damit jetzt überwunden haben. Und jetzt müssten wir doch hier rechts rein, oder nicht? Wenn wir dann weiter geradeaus gehen, kommen wir zum Pass. Hoffe ich. Da links ist auch nochmal irgendetwas Religiöses, wobei es auch wieder ein Teil des Sanktums einfach nur sein könnte. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal am Ostpass angekommen. Das heißt, ab jetzt gibt es ja hoffentlich nur noch straight geradeaus. Übrigens hier die ganzen Krallen, die muss ich mitnehmen, die sind wertvoll. Und das Schöne ist, die hier leben gar nicht so lange. Das macht die Sache irgendwie einfach. Vor allem, wenn Kim dann noch so hilfreich ist hierbei. So, auch für dich nochmal Hammer ins Gesicht. Ach, und da lebt auch noch wer. Na, und da schlage ich auch erstmal daneben. Genau so muss das laufen. Erstmal alles mitnehmen. Hat Kim eigentlich noch irgendwie was zu sagen jetzt? Ich hoffe nur, Merzul hat übertrieben, als er von Gefahren gesprochen hat. Auf der anderen Seite, nun, wir sind ja immerhin etwas Besonderes. Also eigentlich müssten wir mit allem fertig werden. Ja, wir können auf jeden Fall uns noch ein bisschen mit dir unterhalten. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Was? Das interessiert dich? Oh, nun, wo soll ich da anfangen? Also bevor ich ein Sklave in Sildren war, lebte ich bei meinen Eltern. Mein Vater war ein Priester und er lehrte mich jeden Tag, Gehorsam gegenüber unseren Göttern zu zeigen. Ich musste die Lehren aller sieben Götter auswendig lernen und wenn ich mich an etwas nicht erinnern konnte, dann wurde ich geschlagen. Und dann, eines Tages, kamen meine Eltern nicht mehr nach Hause zurück. Auf den Straßen herrschte eine Revolte wegen irgendetwas. Und dort sind sie hineingeraten und kamen ums Leben. Ich wusste, dass es Vorherbestimmung sein musste. Etwas, das die Götter getan haben. Und dass es gut für mich war. Das war so eine Art Prüfung, denke ich. Auch was danach kam, als ich an die falschen Leute geriet und dann in Sildren endete. Ich habe durchgehalten. Und dann kamst du. Und die Prüfung war beendet. Eben war ich noch ein Sklave, nun aber bin ich etwas Besonderes. Das ist so, so neu. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Trotzdem danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Natürlich, natürlich. Was tut man nicht alles, wenn es einem aufgetragen wird? Oh, irgendwie die Nachtatmosphäre hat auch einiges. Und Schmetterlinge fliegen hier auch immer noch rum. Es sieht ja richtig, naja, alt aus hier. Sagen wir es mal so. Ist ja auch der alte Ostpass. Da wunderte mich das nicht unbedingt. Ach, und es ist immer noch so weit. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte. Ne, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Das wird noch ein längerer Marsch, fürchte ich. Aber was tut man nicht alles, um hier mit dem Ordenschef in Kontakt zu treten? Und hallo Kobold. Die nehmen wir erstmal alle schön auch noch aus, bevor ich es noch vergesse. Moment, was ist das da hinten? Das ist ekelhaft. Vielleicht sollte ich mir bei dieser Gelegenheit Sorgen machen. Okay, so viel hält er nicht aus. Und ich krieg schon wieder einen Pfeil im Rücken. Er hat aber auf jeden Fall drei Zähne. Die meisten anderen haben ja nur zwei. Oh, und einen Blumenstrauß, den nehmen wir einfach mal mit. Wiegt ja nicht so viel. Der hat auch. Ja, kann man gebrauchen. Kann man wirklich gebrauchen. Was hat der denn alles für Zeug dabei? Ist das ein Händler?
Ja. Das erklärt doch mal so einiges. Aber warum läuft der hier lang und will handeln? Kam der von den Schmugglern oder wie? Hier gucke ich vielleicht auch noch mal eben schnell rein. Huch, da ist ja noch so ein komisches Echsenviech. Oh, der hat sogar ein Herz, ein Echsenviech mit Herz. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen uns dann in der nächsten Folge erst weiter auf den Weg. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.